Herzlich willkommen hier bei Bulle und Bär. Stefan Fröhlich ist mein Name von WH Self-Invest. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind. Ich habe es aber schon vermutet, dass das jetzt das Highlight des heutigen Tages wird, dass es richtig voll wird. Und es ist so, Sie sind alle gekommen, um den Max zu sehen. Und wir haben im Livestream, geht es auch gerade so richtig, richtig nach oben. Also ich glaube, jetzt geht die Party hier richtig los. Was machen wir hier? Wir machen Bulle und Bär. Und das ist ja eigentlich ein Online-Format, was entstanden ist während Corona. Ja, logisch, da konnte man live nichts machen. Also haben wir gesagt, wir müssen online irgendwas machen, was auch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und da haben wir dann Bulle und Bär mit den Kollegen von Stockfree zusammen ins Leben gerufen. Und das war ja eigentlich immer so ein Marathon-Tag, ne? Wo also auch von morgens um 8 Uhr bis abends um 8, ne? Mal 12 Stunden, 12 Vortragende, ja, hintereinander weg ihre Trading-Themen präsentiert haben. Das kam auch immer sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir uns gedacht, weil WH Self-Invest 25 Jahre alt wird in diesem Jahr, dass wir da mal was Besonderes auf der WOT machen und praktisch Bulle und Bär live hier für Sie und im Livestream draußen, also als Hybridveranstaltung, mal durchführen. Und ich muss sagen, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde live ist total cool und ist auch irgendwie fast schöner als online, weil da sitze ich immer vor meinem Laptop und rede immer ins Off. Und muss dann immer gucken, ob die Referenten dann da sind. Und dann sehe ich immer, ah, die sind da, okay, kann die Überleitung machen, dann geht es weiter. Hier ist das schon noch ein bisschen spannender, weil eben der physische Part noch kommt. Da musst du gucken, ist der Referent da, ist die Präsentation auf dem Laptop und so weiter. Also es ist schon wirklich spannend. Ja, und wir kommen jetzt zu dem absoluten Superthema, ne? Wie macht man denn aus 14.000 US-Dollar in 9,5 Jahren 1,4 Millionen US-Dollar? Ich glaube, genau deshalb kommen Sie diese 2 Tage zu dieser Messe und genau deshalb gibt es die World of Trading, weil alle das wissen wollen. Und deswegen fand ich das so stark, als Max auf mich zukam und hat gesagt, komm, ich erzähle mal meine Story, wie ich das gemacht habe. Und ich sage, ja, das wollen wir alle hören. Genau das ist es, was alle interessiert. Und insofern, Max Schulz ist mehrfacher Interessierter, ne? Bei der Future-Weltmeisterschaft, also er weiß wirklich, wovon er redet, er ist spezialisiert auf den Rohstoff-Future-Handel, damit hat er das Ganze hinbekommen und jetzt gibt es Feuer frei für Max Schulz, viel Spaß. So, erstmal Dank für die Einladung, also ich bin öfter bei WH Self-Invest, ob jetzt live oder in Webinaren, quasi digital, und es ist immer ein Erlebnis für mich. Vor allem, weil WH Self-Invest ein Futures-Broker ist und Futures ist meine Leidenschaft. Und deswegen freue ich mich, heute dabei zu sein. Nochmal danke für die Einladung. Auch freue ich mich, dass der Raum voll ist, ja, weil, wie gesagt, die Schlange stand da vorne und ich dachte, oh wow, also Riesenschlange. Und dann habe ich gesehen, dass die Schlange weitergeht zu einem anderen Raum. Da dachte ich, ah, okay, wahrscheinlich nicht zu mir. Aber ihr seid jetzt alle da. Ihr habt 40 Minuten eingeplant für das Thema für uns heute. Und deswegen möchte ich eure wertvolle Lebenszeit nicht verschwenden und euch heute einen Content liefern, der für einen oder anderen vielleicht mal als Start sein kann für einen Trading-Weg, für Trading-Erfolg oder Trading-Karriere. Disclaimer, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ich habe super deutschen Namen, also Max Schulz, Deutsche geht's nicht mehr, ja. Aber ich habe einen Akzent, der Grund liegt darin, dass ich deutsche Vorfahren habe und von denen habe ich den Namen bekommen, aber leider nicht die Sprache, die habe ich mit 16 gelernt. So, warum sage ich das? Ja, wenn ich mich irgendwie verspreche oder ihr in meiner Präsentation Fehler, grammatische Fehler findet, dann verzeiht mir das und denkt dran, ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn ich vor der Entscheidung stand, mein Deutsch zu verbessern oder Futures zu traden, habe ich mich immer für das Zweite entschieden. So, wir fangen an. Das Thema ist euch bekannt, deswegen seid ihr hier, deswegen werde ich das nicht wiederholen. So, ich gehe dann jetzt kurz zu mir. Sag bitte Hand hoch, wer mich schon kennt. Also von Insiderweg kennt mich als Person. Oh, das ist doch sehr weniger. Ich bin überrascht. Ja. So, ist aber gut so, weil die, die mich nicht kennen, so, das sind diejenigen, die mich heute kennenlernen werden. Das ist sozusagen frisches Blut, ja, sozusagen bei Insiderweg und darauf freue ich mich. So, kurz zu mir. Ich bin Max Schulz. Ich habe in Deutschland BWL studiert, habe dann in einem Agrarunternehmen gearbeitet, 4 Jahre. Danach habe ich mich entschlossen, dann professionelle Trader zu werden, 2016. Und seitdem quasi dreht sich bei mir alles um Futures Trading. So,
Wie gesagt, diplomierter Betriebswirt. Ich hatte Controlling und Finanzen als Schwerpunkt. Ich betreibe Trading-Blog www.insiderweek-week.de. Das war für Trading-Blog, wo ich meine Handelspläne gepostet habe und Handelsergebnisse. Am Beginn der Woche Handelspläne, am Ende der Woche Handelsergebnisse. Inzwischen ist das schon ein Portal für Futures-Trader, wo man COT-Daten findet, wo man Futures-Stammdaten findet, wo man Risiko für Futures berechnen kann, wo man Saisonalitäten findet für die Rohstoffe. Also das alles steht kostenlos zur Verfügung, deswegen jeder ist eingeladen, die Seite auszuprobieren. So, ich habe mehrmals an den World Cup Championship of Futures Trading teilgenommen. Das wird veranstaltet in USA an der ältesten Rohstoffbörse. Und dort war ich zweimal Platz 3 bekommen, einmal Platz 5. Also ich bin quasi mehrfacher Preisträger. Noch kein Gewinner, aber Preisträger auf jeden Fall. Weil ich habe dann 2 Trophäen bekommen für das 3. Platz, für 5. Platz. Gab es nur Dankeschön. Aber trotzdem sehr nett. So, ich habe mir, wie wir gleich sehen werden, habe mir das Ziel gesetzt, 1 Million zu erreichen. Dabei habe ich mir 10 Jahre ausgerechnet, dass ich das in 10 Jahren machen werde. Ich habe das dann in 8 Jahren erreicht. So, und wie ich es geschafft habe, darum geht es heute. Und ich denke, wir werden heute nicht nur über die Strategie sprechen, sondern wir werden auch über viele wichtige Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die mir ermöglicht haben, das Ziel zu erreichen. Ja, weil das ist der Baustein, auf dem man quasi seinen Trading-Erfolg aufbaut, mit zum Beispiel einer erfolgreichen Handelsstrategie. Und ich habe mein Leben reflektiert. Viele Entscheidungen habe ich intuitiv getroffen. Viele waren getroffen, quasi, weil ich viel darüber nachgedacht habe, was wäre die beste Entscheidung. Und bei manchen hatte ich auch Glück gehabt. Aber wenn man weiß, das Glück ist mit dem Fleißigen. So, Risikohinweis, alles, was ich aufzeige, das gilt nicht als Anlageberatung. Bitte dran denken, ist alles nur zu Unterhaltungs- und Schulungszwecken. So, Agenda vom heutigen Webinar ist das Ziel. Alles fängt mit einem Ziel an. Commitment als ein wichtiger Instrument, um die Wahrscheinlichkeit für Zielerreichung zu erhöhen. Also das kennt man eher aus Englischen, aber ich habe versucht, auch eine deutsche Ausdrucksweise für Commitment zu finden. So, dann gehen wir zur Auswahl des Finanzinstrumentes, weil das extrem wichtig ist, also mit welchem Finanzinstrument man sein Ziel erreichen möchte. Und zum Schluss zeige ich euch meinen profitablen Trading-Ansatz und zeige auf, worauf eine robuste Handelsstrategie basiert, mit der man dann auch solche Ergebnisse erreichen kann. So, was ist das Ziel? Wer das Ziel kennt, wird den Weg auch finden. Also wir wissen alle, wenn wir sinnlos um die Stadt rumfahren, nach 20 Minuten haben wir keinen Bock mehr. Wenn wir uns als Ziel gesetzt haben, zum Beispiel nach Italien in Urlaub zu fahren mit dem Auto, dann sind wir auch gerne 10 Stunden im Auto unterwegs und das stört uns nicht. Also wichtig ist, dass man ein Ziel definiert und ich habe viele reflektiert, ab welchem Zeitpunkt habe ich meinen Durchbruch gehabt. Und tatsächlich war das nicht der Zeitpunkt, wo ich mit Trading angefangen habe. Wie jeder von euch habe ich mit Trading angefangen, weil ich mich für die Börse begeistert habe. Das waren irgendwelche Filme, das waren irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Stories. So, und dementsprechend wusste ich auch nicht, wie jeder Anfänger, quasi, was ist der richtige Weg. Und ich habe viele Sachen ausprobiert. Auch zum Glück war ich damals Student, weil ich konnte nicht so viel Geld verlieren, weil ich nicht so viel hatte. Ja. So, hätte ich ja zu dem Zeitpunkt schon ein eingespartes Kapital, hätte ich wahrscheinlich einen Teil davon verloren und hätte auch viel höhere quasi Ausbildungskosten gehabt, als ich gehabt habe. So, aber ich bin durchweg von Optionsscheinen, Zertifikaten auf Forex ausprobiert und verschiedensten Sachen. Ich drehte mich im Kreis, bin nicht vom Fleck gekommen, bis ich dann ein Ziel definiert habe. Und Ziel muss klar definiert sein, das muss messbar sein und das muss zeitlich begrenzt sein. Warum macht man das? So, unser Gehirn ist wie ein Computer, ist wie ein Navigationssystem, wenn wir dem Ziel geben, das genau beschreiben, das messbar machen, das Deadline geben, dann funktioniert das wie ein Navigationssystem, das navigiert uns zum Ziel. Wir haben natürlich viele Nebenwege, viele Umwege und der Weg zum Erfolg sieht nicht gerade aus, das sieht aus wie eine Schlange. So, aber unser innerer Navigator, nachdem wir das Ziel festgestellt haben, navigiert uns zu unserem Ziel und zeigt uns die Ereignisse, die Menschen, so, oder die Begegnungen, die uns helfen, das Ziel zu erreichen.
Also mein Ziel habe ich definiert, das war relativ einfach. Wir alle haben schon von dem magischen Ziel gehört, Millionär zu werden, oder haben das in vielen Filmen gesehen. Und ich meine, das Marketing für eine Million ist schon seit Ewigkeit da. Und deswegen musste ich halt nicht viel darüber nachdenken. Also welches Ziel möchte ich erreichen? Natürlich die erste Million. Also habe ich mir das Ziel klar definiert. Ich möchte zum 31.12.2023, also eigentlich dieses Jahr, und das waren 10 Jahre später, wo ich mir das Ziel klar definiert habe, möchte ich mit Trading 1 Million Dollar verdienen. Das war mein Ziel, das war klar definiert, das war messbar und Deadline wurde auch gesetzt. So, ich habe meinem Gehirn sozusagen ein Ziel gegeben, mein Navigationssystem, und dann ging es los. Wichtiges Thema, was jeder nicht vernachlässigen sollte, ist Commitment. Ich habe im Deutschen tatsächlich nachgesucht, was Commitment heißt, und im Deutschen, Wikipedia oder Google war das, hat mir gesagt, Commitment ist eine Selbst- oder Handlungsverpflichtung. Eine Person handelt selbstverpflichtend, wenn sie sich fest für eine Handlung oder Entscheidung ausspricht. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, okay, Mittwoch ist ein Fitnesstag, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hingehen, ist da. Wenn wir sagen, aber Mittwoch ist ein Fitnesstag und ich gebe mir Versprechen, dass ich am Mittwoch auf jeden Fall hingehe, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Verspreche ich das meinem Fitnesstrainer, die Wahrscheinlichkeit ist noch höher. Erzähle ich das der ganzen Fitnessstudie, die Wahrscheinlichkeit ist noch höher. Das ist das Commitment, und das Commitment erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel erreicht wird. Deswegen, je besser man sich committet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und wir Menschen überschätzen uns leider zu viel. Also wir denken, wir werden diszipliniert sein, wir werden das machen, wir werden quasi Ziele erreichen um jeden Preis. Aber wir sprechen hier von einer Dauer von 10 Jahren. Und das heißt, man muss alle Hebel in Bewegung setzen, damit man sich selbst von sich selbst absichert. Und Commitment ist eine Absicherung sich selbst von sich selbst. So, ich habe dann mir ein Versprechen gegeben, 2012. Ich gebe mir also ein Versprechen, mein Ziel zu erreichen. 2012 war das Ziel, erstmal eine Ausbildung durchzulaufen und dann 2012 ein Versprechen quasi zu geben, dass ich quasi diese 1 Million, die ich davor definiert habe, erreichen möchte. 2016 startete ich meinen Trading-Blog Inside the Week, und auf diese Weise habe ich quasi ein Commitment eingegangen mit der Außenwelt. Aktuell habe ich auf der Webseite, auf dem Trading-Blog, 6.000 Besucher jeden Monat. Davon sind 2.500 wiederkehrende Besucher. So, unsere Tools nutzen ca. 250 Leute jeden Tag. Und das meine ich jetzt nicht von freien Tools, sondern wir haben auch bezahlte Tools, wie zum Beispiel Handelsblende, Zug-Einschritt, 250 Leute. Das heißt, ich habe eine gewisse Verantwortung zu tragen, dass ich das Ziel erreichen werde. Ich habe auf Facebook geschrieben, 2016, begleite mich auf eine Reise von 14.000 bis zu 1 Million. Damals lag das Konto von 190.000. Damals haben wir uns auch kennengelernt. Damals ging ich auch in die Öffentlichkeit, weil ich meinen Job bei einer Firma in Deutschland beendet habe, und ich war sozusagen frei, und dementsprechend konnte ich auch öffentlich frei auftreten. So, Commitment, extrem wichtig. Also bitte das auch beachten. So, die Wahl des richtigen Finanzinstruments. Ich habe mir das Ziel gesetzt, quasi 2014, wo ich mit dem Echtgeldhandel anfing, 14.000 Dollar Startkapital, habe ich das Ziel gesetzt, dass ich in 10 Jahren 1 Million verdienen werde. Wenn man das in Zinseszinsrechner reinhaut, dann wird man feststellen, man benötigt 53% Rendite. So, 14.000 Dollar. 53% Rendite 10 Jahre lang würde zum Schluss 1 Million Kontogröße ausmachen. Und ich habe mir die Frage gestellt, also mit welchen Finanzinstrumenten sollte ich es machen? Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon viele bekannte Trader studiert. Das war zum Beispiel Larry Williams, Andrea Unger etc. Und ich habe festgestellt, dass sie oft sprechen von einer Rendite von 50% als wirklich eine super gute Leistung für einen Trader über längere Zeit. Eher überdurchschnittliche Leistung. So, das hat mir zu glauben gegeben, dass 53% realistisch sind, weil ich brauche irgendein Beispiel, der mir aufzeigt, dass das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, realistisch ist. Es ist extrem schwierig, irgendwas zu erreichen, was keiner davor erreicht hat. Relativ einfach, wenn das schon einer gemacht hat.
So, dementsprechend 53% waren realistisch. Und ich habe dort gesehen, dass die aktiven professionellen Trader Futures als Finanzinstrument nutzen. Ich habe davor meine Erfahrung gehabt mit Zertifikaten, Optionen, Scheinen, Forex. Ich habe verstanden, dass mit aufgrund des kleinen Kapitalstocks, 14.000 Dollar, ich mit Aktien gar nicht anfangen kann. So, weil ich auch bei Interactive Broker damals 25.000 mindestens für Daytrading, aber mit irgendwelchen Investment von 14.000, da kann ich von 53% und träumen. So, Optionen. 53% kannte ich auch keinen, der das mit Optionen gemacht hat. Aber mit Futures waren viele Beispiele da. Und einer der berühmtesten Beispiele war Larry Williams. So, sein Trading, was ich heute an Trading-Ansatz vorstellen werde, basiert auch auf seiner Arbeit, seinem Trading-Ansatz. Und er hat in einem Wettbewerb, einem offiziellen Wettbewerb in den USA an der Chicago Börse, an der ich dann später auch dreimal teilgenommen habe, in einem Jahr geschafft, 10.000 Dollar in 1,1 Millionen Konto zu verwandeln, also hoch zu trade. Das waren 11.000%. Unglaubliche Leistung. So, aber das war für mich ein Beispiel, dass es möglich ist. Ja. Und ich habe gesagt, okay, wenn es möglich ist, dann muss ich einfach nur das wiederholen und dann könnte ich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch das hinbekommen. So, somit war die Entscheidung gefallen. Also, ich habe ein Finanzinstrument gebraucht, der an der echten Börse gehandelt wird, weil die ganzen Optionen, Scheine, Zertifikat, Forex sowieso, also jeder hat da seine Preise, das ist nicht zentral reguliert, das ist nicht an der echten Börse gehandelt. Viele Forex-Buden, die handeln überhaupt, da wird der Handel, findet der statt, nicht an der Börse, sondern auf der handelseigenen Software etc. Oder Zertifikate, Optionsscheine, zu teuer, undurchsichtig etc. kam für mich alles nicht in Frage. Es waren drei Finanzprodukte, die schon seit Ewigkeit gab. Die sind reguliert, die sind liquid, die kann man mit hohen Kapitalen umsetzen, Aktien, Optionen, Futures. Also, Vorteile nochmal, geringe Gebühren, hohe Liquidität, werden in 50 Jahren nach dem gleichen Spiel regeln noch gerne. Für mich war es wichtig, ich war zwar relativ jung, aber dennoch nicht so jung. Ja, ich war ca. um die 30, also kurz nach 30. Ich habe mir gesagt, okay, ich brauche irgendeinen Handelsansatz, wo ich kumulative Fähigkeiten aufbauen kann. Also nicht, dass ich hier mit irgendwas anfange, mit hier Forex oder Optionsscheine und dann wird das halt von der Bank emittierend eingestellt und es gibt kein Finanzprodukt Optionsscheine mehr. Ich habe darin Erfahrung, kann sie aber nicht anwenden. So, Futures gab es schon in 1800 noch was, die älteste Futures-Börse in Amerika. Die gab es schon in vor 200 Jahren. Also Futures basieren auch auf Rohstoffe des täglichen Bedarfs. Weizen, Korn, alle kennen, also Frühstücksrohstoffe, Kaffee, Orangensaft, also alles, was wir sonst am Frühstück auf dem Tisch haben, Kakao. So, das sind alles Rohstoffe des alltäglichen Bedarfs und Futures, die ermöglichen eine sehr, sehr wichtige wirtschaftliche oder beziehungsweise wirtschaftlichen Beitrag. Also wenn irgendjemand euch erzählt, die Rohstoffspekulanten sind die Bösen, das ist Quatsch. Weil die Rohstoffspekulanten erfüllen eine sehr wichtige wirtschaftliche Funktion. Die nehmen die Risiken auf sich, die produzierende und verarbeitende Betriebe auf irgendjemand umlagern müssen. Weil die verarbeitende Betriebe, die können einfach nicht mit Preisschwankungen leben. Ja, die brauchen Stabilität, stabilen Preis, damit sie einfach hier Produktionsprozesse sichern können. Und diese Stabilität erreichen sie nur, indem sie die Preisschwankungsrisiken auf irgendjemand übertragen. Und wer soll sie auf sich nehmen? Das sind die Spekulanten, weil sie eine Renditeabsicht haben. Und das ist ein super Spiel wie Yin und Yang. Und Futures-Börse ist einfach ein wichtiger wirtschaftlicher Mechanismus. Und dementsprechend Spekulanten erfüllen eine wichtige oder spielen darin eine wichtige wirtschaftliche Rolle. So, haben hohe Prognosierbarkeit. Was meine ich damit? Also wenn es früher zum Beispiel fundamentale Analyse bei Aktien oder bei Indizes quasi noch dazu beigetragen hat, dass man auch bei Short Tracks richtig lag, dass die ganze fundamentale Analyse in den letzten Jahren der expansive Geldpolitik ist nicht gerade das, was man gut prognosierbar zum Beispiel für fallende Kurse an den Aktienmarkt nutzen kann. Und dementsprechend habe ich Märkte ausgesucht, wo hohe Prognosierbarkeit ist. Was meine ich damit? Wir wissen, dass zum Beispiel 75% Kakaoanbau konzentriert ist in Westafrika.
Und wenn dort zum Beispiel irgendwelche Regenfälle gibt oder zum Beispiel Dürre oder irgendwelche Sände da über die Kakaobäume kommen, dann verknappt das Angebot. Nachfrage bleibt gleich, weil wenn wir unseren Kaffee trinken, dann trinken wir unseren Kaffee auch morgen. So, und dementsprechend haben wir Angebotsknappheit, der Preis steigt. Also Kakao ist besser prognosierbar für mich als zum Beispiel Aktienindex. Und dementsprechend sage ich, wenn das besser prognosierbar ist, dann kann ich es besser für das Trading nutzen. Ich kann bessere Trading-Chancen für mich erkennen. Und das Wichtigste, schwer manipulierbar. So, Wetter kann man, also man kann Wetter aktuell nicht manipulieren. Man weiß nicht, was in 10 Jahren ist, aber aktuell nicht. Und Wetter spielt bei Rohstoffen eine extrem wichtige Rolle. Man kann bei steigenden, fallenden Kursen profitieren. Wir wissen alle Buy-and-Hold-Strategie und dass viele Fondsmanager die Buy-and-Hold-Strategie nicht schlagen. Ich glaube, seit 95% oder so, etc. Aber ich stehe gar nicht in Konkurrenz mit Buy-and-Hold-Strategie, wenn ich Rohstoffe handle. Weil Rohstoffe steigen nicht wie ein Index unendlich und man muss da aus dem Index die Aktien rauspicken, die relativ zu Index besser laufen. Bei Rohstoffen laufen die nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Ich kann sie short, ich kann sie long handeln und dementsprechend ist eine überdurchschnittliche Rendite, meine Zielrendite von 53% hier möglich. So, einen nachweislichen, erfolgreichen Profi. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe den einfacheren Weg gewählt, weil ich sage es das immer, ich bin, was meine Schlauheit angeht, ich bin auf dem Durchschnittsniveau und deswegen habe ich mich nicht zugemutet, dass ich meinen eigenen Weg bestreiten kann. Und ich habe gesagt, ich muss jemanden finden, der das nachweislich gemacht hat. Der Williams, die Geschichte habe ich schon erzählt. Und wichtig noch, der war bereit, sein Wissen zu teilen in Form von Kursen. Also ich konnte von ihm lernen. So, also das, ich habe mich dann für die Futures entschieden. Wie gesagt, geringe Gebühren etc. werden nach 50, also wenn ich die nächsten 50 Jahre noch aktiv bin an den Märkten, werden sie noch gehandelt. Echtes Angebot, Nachfrage. Es gibt legale Insider-Informationen, also Informationen darüber, was die großen Marktteilnehmer am Markt machen, welche Positionen sie halten. Und das gibt mir wiederum einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Trader, die zum Beispiel diese Informationen nicht nutzen. Wettereinfluss, ich kann Wetter analysieren und kann dadurch quasi meine Prognosefähigkeit steigern. Und das Wichtigste noch, margenbasierter Handel. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich mich entscheide, Aktien zu handeln mit 14.000, schaffe ich nicht, muss nochmal einsparen, 11.000, damit ich überhaupt in Daytrading komme, etc. Hier mit 14.000 konnte ich bei einem amerikanischen US-Broker dann margenbasiert handeln. Ich konnte Positionen eröffnen mit $1.000 Risk und dementsprechend quasi war es möglich, dass ich, war handlungsfähig mit $14.000. Margenbasierter Handel ermöglichte mir auch dann mit einem Risk Money Management es zu schaffen, 53% Rendite. So, und Larry Williams, wie gesagt, nachweislich hat 1 Million gemacht und hat Kurse angeboten. Also für mich war das Bild klar, Futures. Für mich war das Bild klar, Larry Williams. Ich muss von ihm lernen. Ich muss lernen, Futures zu traden. So, und ihr seht hier ein Puzzle. Also das heißt, alles, was ich heute erzählen werde, ist immer ein Puzzle von dem Ganzen. Und das Ganze heißt 1 Million Dollar in nicht 10 Jahren. In meinem Fall war es letztendlich 8 Jahre. Aber es ist wichtig, dass man quasi nicht irgendwas einzeln betrachtet. Wenn man sagt, okay, ich fokussiere mich nur auf eine Handelsstrategie und habe falsches Finanzprodukt, erreicht man nicht. Ich entscheide mich in Trading profitabel zu traden, habe aber kein Ziel, dann drehe ich mich nur im Kreis. Das ist dann nur Hobby. Und Hobby, das ist zu teures Hobby. Trading ist zu teures Hobby, wenn man das nur als Hobby betrachtet, ohne Ziel. Weil man probiert diesen Ansatz aus, springt zu dem, das und jenes und überall verliert man ein bisschen Geld, weil man nicht stetig und nachhaltig ist. So, emotional einfach umzusetzen. Bei passendem Trading-Ansatz für mich sehr wichtig war, nicht nur diese emotional einfach umzusetzen, sondern als erstes, ich war voll berufstätig. Also ganz normal, ich bin um 8, sogar 7:30 Uhr, bin ich raus aus meinem Haus. So, habe Arbeitsweg gehabt, auf dem ich dann Trading-Bücher gelesen habe. Habe gearbeitet 8 Stunden und dann bin ich wieder nach Hause. So, das heißt, Daytrading war für mich gleich gestorben. Also, und aus der Toilette in der Arbeit zu traden, also Day zu traden, das ist nicht das, was mir als professioneller Trading-Ansatz vorstelle. Dementsprechend habe ich nach einem Ansatz gesucht, das zu meinem Leben passt, zu meinem aktuellen Leben, was nicht im Konflikt steht. Wenn ich zum Beispiel jetzt Job habe, wenn ich zum Beispiel Familie habe, etc., dann muss ich einen Trading-Ansatz finden, was ich die nächsten 10 Jahre machen kann, was nicht im Konflikt mit meinem Leben steht. Ansonsten, man wird es verwerfen. Man wird es halt Zeit kurz
zeitfristig machen, aber nicht lange durchziehen. Gutes Zeit- und Ertragsverhältnis war für mich wichtig. Ich war vollberufstätig, so ich musste mich auch um familiäre Sachen kümmern etc. So und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Trading-Ansatz finde, nebenberuflich, darf es halt nicht abends 4 Stunden sein, weil ich bin dann in der Arbeit 8 Stunden, also da, wenn ich schon ein Arbeitsverhältnis eingegangen habe, dann muss ich dort auch eine entsprechende Leistung bringen, ansonsten brauche ich nicht dort zu sein und dementsprechend, wenn ich noch abends 4 Stunden trade, das beeinflusst auch mein Privatleben, meine Arbeit etc. So, ich muss ein bisschen Gas geben. So, dann gutes Ertrag-Zeitverhältnis, also wenig Zeit, möglichst guter Ertrag, emotional einfach umzusetzen. Wenn man Daytrading betreibt, zum Beispiel als ein Vergleichsansatz zum Swingtrading, Daytrading, man sitzt 4 Stunden vom PC oder 3 Stunden, hat 3, 4 Ausstopper und das ist emotional viel schwieriger zu verkraften, als wenn man Swingtrading betreibt und hat 2, 3 Ausstopper in 2 Wochen. Dazwischen hat man schon gegessen, geschlafen, mit Freunden getroffen, Fitness gegangen, sich erholt und deswegen ist das emotional einfacher umzusetzen. Mit kleinen Konten handelbar, Rendite von 50% möglich. Also ich habe nach einem Handelsansatz gesucht, der diese Kriterien erfüllt, so, damit ich mit dem richtigen Ansatz auch das Ziel erreiche. So, Zinseffekte optimal ausnutzen. Und jetzt komme ich zu einem interessanten Thema, ja, und zwar, wenn man auch sein Trading gewinnt, und viele haben den Traum, dass man halt vom Trading lebt, so, warum aus meiner Sicht das eine falsche Einstellung ist, die Antwort ist Zins. So, das heißt, wenn ich aus meinem Trading Gewinn dann ausgecashed habe, jedes Jahr für Lebenshaltungskosten, dann wäre mein Konto so verlaufen. Habe ich meine Lebenshaltungskosten aus anderen Einkommensquellen gezahlt und meine Gewinne reinvestiert, habe ich meinen maximalen Hebel ausgenutzt. Warum ich nicht eingezahlt habe, ist eine andere Geschichte. Das erzähle ich auch. Das ist auch extrem wichtig. Hier ist der natürliche Verlauf des Reinvests von seinem Trading-Gewinn. Deswegen Trading-Gewinne möglichst nicht rausnehmen. Wenn man 1 Million erreichen möchte in 10 Jahren oder in meinem Fall nach 8 Jahren, darf man keine Trading-Gewinne auscashen für Lebenshaltungskosten. Man muss irgendwie Steuern sparen. Steuer, das ist Rendite-Kilo Nummer 1. Es gibt, wie gesagt, Steuerberater, die Gestaltung erlauben, die quasi dafür sorgen, dass man erstmal quasi kumuliert, reinvestiert, keine Steuern zahlen und dann bei dem Auscashen dann erst die Steuern zahlt. Das heißt, man profitiert dann von Zinseffekt. Oder temporäre Auswanderung. So, diesen Begriff habe ich eingeführt, also ich bin stolz drauf. Was heißt temporäre Auswanderung? Das heißt, ich wandere so lange aus in einen Steuerparadies wie zum Beispiel Zypern, wo man 0% auf Steuer auf Gewinne zahlt, reinvestiere meine Gewinne und lasse mein Kapital so lange wachsen, bis der Grenzzuwachs meines Kapitals meinen Lebensstandard nicht beeinflusst. Angenommen, ich habe 10 Millionen Dollar Konto, 10 Millionen, ich habe zum Beispiel 1 Million, einfach Rechnung, 1 Million Trading Gewinne gemacht und ich muss 260.000 in deutschen Steuern zahlen, angenommen. Überhaupt kein Problem, denn ich habe noch viel Geld übrig. Ja. Also ich habe, wie gesagt, sehr viel Geld. Ich muss 60.000 jeden Monat ausgeben, ja, damit quasi mein Lebensstandard darunter mehr als 60.000 ausgeben, darunter leidet. Das ist quasi sozusagen nicht der Fall im Durchschnitt. Also mit 10.000 ist jeder soweit zufrieden, weil er das gute Auto fährt, das gutes Haus, vielleicht so 2 Autos, Motorrad etc. Das heißt, wenn ich bleibe im Ausland so lange, bis mir Steuern nicht wehtun. So, bis die Steuern meinen Lebensstandard nicht beeinflussen. Und wenn ich diese Grenze erreicht habe, dann komme ich zurück nach Deutschland, kann fleißig wieder meine Steuern zahlen, von höherer Summe, die meinen Lebensstandard nicht beeinflusst. Das nenne ich temporäre Auswanderung, passt nicht für jeden. Deswegen, erster Punkt, Gestaltung ist auch ein wichtiger Punkt. So, für mich war es kein Problem. Junge Familie, Frau hat es mitgemacht. So, ich habe ein paar schöne Bilder gezeigt von Zypern mit Sonne und Meer und Palmen und so, und da war sie weich. So. Und dementsprechend, für mich war es wichtig, steuerliche Sache. Und dann haben wir uns entschlossen, sind nach Zypern ausgewandert, wo ich mit meiner Familie und 2 Kindern lebe. Und ja, das Thema temporäre Auswanderung, wie gesagt, nicht für immer, weil wenn man Auswanderung sagt, dann denkt man für immer und Ewigkeit. Nur solange man es schafft, quasi sein Kapital so aufzubauen, dass die Steuern nicht mehr wehtun.
Lebensgehalt und Kosten decken aus deinen Einnahmenquellen, das haben wir schon besprochen. So, jetzt kommen wir zu die Strategie. So, das ist der Trading-Ansatz, mit dem ich geschafft habe, ein 14.000-Dollar-Konto hochzutraden auf 1,4. Es war knapp bei 1,5. Jetzt aktuell bin ich in einem Drawdown. So, und jetzt kommen wir zu den Key Points der Strategie. So, der Swing Trading, das ist ein Swing Trading-Ansatz. Also hat gepasst zu meinem Leben. Also ich war in der Job. So, die Hauptarbeit habe ich erledigt quasi am Sonntag, 2-3 Stunden. Das ist die Aufbereitung oder die Analyse der QT-Daten. Die kommen einmal pro Woche. Das sind legale Insider-Informationen, Beta-Analyse etc. So, dann habe ich meine Watchlist zusammengestellt aus 40 liquiden Märkten, habe ich dann die rausgesucht, habe ich jetzt nicht drauf oder später, habe ich die rausgesucht, die nächste Woche die besten Chancen auf Gewinn haben. Somit hatte ich meine Watchlist mit maximal 10 Märkten. Und unter der Woche, abends, weil das US-Future sind und die werden dann halt abends irgendwann mal 22 Uhr schließen, die habe ich um 21 Uhr gecheckt, da war die Tageskerze schon ausgebildet. Habe ich geschaut, ob von der Watchlist bei diesen 10 Märkten, die ich ausgesucht habe, Einstiege gibt. Wenn es Einstiege gab, habe ich die Orders eingegeben. Wenn es bei offenen Positionen es bedarf, Stopp zu verschieben, habe ich gemacht. Und das hat 15 bis 30 Minuten gedauert. Also super angenehm für einen Vollzeit, wenn man einen Vollzeitjob hat, super angenehm und super einfach umsetzbar. So, mit 2,5 Trades pro Woche emotional leicht umsetzbar, für kleine Konten geeignet, also alle diese Voraussetzungen erfüllte die COT-Strategie und in 9,5 Jahren, jetzt quasi bis jetzt, seit 1. Januar 2014 bis jetzt, im Schnitt 67% Rendite bei einem Drawdown von minus 9,8%. So ein Drawdown ist nur möglich zu erreichen. Ist der Drawdown hoch oder viel? Wer meint, dass das ein hoher Drawdown ist? Hand hoch. Okay, wer meint, dass es ein kleiner Drawdown ist? Super. Das ist nun möglich zu erreichen, wenn man seinen Fokus nicht auf die Rendite legt, sondern auf das Risiko. So. Alle sitzen hier wegen der Rendite. So. Wir alle sind zu der Börse gekommen, weil wir Geld verdienen wollten. Wir haben Rendite im Fokus. Und wenn ich davon ausgehe, dass da 75% oder 80% scheitern, ja, und von den wirklich Erfolgreichen dann halt nur 5% sind, dann muss ich genau das Gegenteil machen von dem, was viele machen, die quasi zu der Börse kommen. Das heißt, meinen Fokus verschieben von Rendite auf das Risiko. Weil Trading ist ein Risikomanagementgeschäft. Und wenn man es schafft, seine Risiken zu managen, wird man mit Rendite belohnt. Und worauf habe ich Einfluss? Auf die Rendite oder auf das Risiko? Risikomanagement in die Mitte Hände legen. So, ich habe keinen Einfluss auf die Rendite. Ich habe Einfluss auf das Risiko, weil wenn ich eine Position eröffne, kann ich entscheiden, wie groß die Position ist, wie viele Kontrakte und ich kann meinen Stopplos definieren. Das heißt, das liegt in meinem Einflussbereich. Ich habe Einfluss auf Stoppgröße, ich habe Einfluss auf Risiko, aber ich habe keinen Einfluss auf die Rendite. Wenn ich die Position eröffnet habe, wohin der Trade läuft, ob er mein Ziel erreicht, wie viel Rendite ich da machen werde, keine Ahnung. Aber was ich auf jeden Fall verlieren werde, wenn es gegen mich läuft, das ist mein Stopploss. Und darauf habe ich Einfluss. Und wir wissen alle, weil wir sitzen hier alle, weil wir nach irgendwas streben. So, wir sind hier, weil wir Ziele haben und wir sie erreichen wollen. Und wir wissen, dass wir nun einen Erfolg verzeichnen können, wenn wir Verantwortung übernehmen für das, auf was wir Einfluss haben. Und deswegen Fokus auf das Risiko. So, für was? Eine gute Frage und das kommt auch aus meinem Leben, weil ich meine Zeit auch die Entscheidung hatte, für was soll man das erste Geld einsparen? Bei mir war es so, ich habe fertig studiert, so habe ich einen Job angefangen, der hat mir gut Geld bezahlt, weil ich hatte ja ein Diplom. So, einer der letzten, danach gab es die Bachelors. So, und ich habe mir die Frage gestellt, also für was soll ich mein Geld einsparen? Für Trading-Konto oder für Trading-Ausbildung? Also wer für Trading-Konto? Also erstmal Trading-Konto einsparen, damit man traden kann und dann über alle anderen Sachen nachdenken, Hand hoch. So Trading-Konto, okay? Wer erstmal quasi verstehen, wie der Markt funktioniert und einen profitablen Trading-Ansatz erlernen und dann erst Geld einsparen für Trading-Konto, Hand hoch.
Genau. Also da, ich stand vor der Entscheidung, dann zu sagen, für was mein erstes Geld einspare. Und die Antwort war relativ einfach. Wenn ich jetzt Konto eingespart habe und ich habe keine Fähigkeiten und Kenntnisse, wie ich das Geld mit Trading vermehre, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es verlieren. Würde ich aber stattdessen quasi darauf zu achten, dass ich einen profitablen Trading-Ansatz erlerne und bin erfolgreich auf dem Demokonto. Und während ich das tue, weil das dauert jetzt nicht 2 Monate oder 3 Monate, das dauert 12 bis 24 Monate, in der Zeit kann ich Geld einsparen für ein Trading-Konto. Das war mein Plan und ich habe das dann auch so umgesetzt. Mein erstes Geld habe ich dann in Kurse gesteckt, also in Bücher, Kurse etc. Und dementsprechend, wo ich dann das gelernt habe, historisch Tests gemacht habe, Demo-Trading betrieben habe, nebenbei habe ich nur Geld eingespart und habe das für Motorrad ausgegeben. Dann, wenn es aber ernst war, habe ich mein Motorrad verkauft und das Geld beim Broker eingezahlt. So, kürzester Weg zum Trading-Erfolg. Ich spreche von mir. Wir sind alle unterschiedlich. Bei manchen, die sind super aufnahmefähig, ja, die können vielleicht mal selber irgendwas im Leben schon immer alles selber gemacht, alles erreicht. Es ist kein, wie gesagt, ja, kein Rezept für jeden. Aber für mich hat es funktioniert, weil für mich es logisch nachvollziehbar war. Ich musste einfach den Weg gehen, der schon funktioniert hat. Weil alles andere, ich war über 30, hatte nicht so viel Zeit. Familiengründung war vor mir, Kinder etc. Also ich musste halt ein bisschen Gas geben und ich habe mich entschlossen, halt schon den Weg zu gehen, der schon eingegangen ist. Und ich habe mich dann für den Weg von Larry Williams entschieden, Futures zu traden nach Tsuji-Dat mit einem Swing-Trading-Ansatz. So, jetzt kommen wir zu Tsuji-Daten. Ich denke, wir liegen gut in Zeit. Der Kollege vorher hat auch überzogen, deswegen kann ich ja auch. So. Wir kommen zu Tsuji-Daten. So, warum habe ich mich für Futures Trading entschieden? Weil für Futures Trading legale Insider-Informationen gibt. Das heißt, die großen Marktteilnehmer legen ihre Karten offen, die teilen eine Behörde mit, in welchen Positionen, welchen Märkten sie wie positioniert sind, wie viele Kontrakte halten sie in welchem Markt. Behörde, amerikanische Aufsichtsbehörde für Futures, so, postet auf ihrer Webseite diesen Bericht. Jeden Freitag, die Daten sind aber von Dienstag, da wir aber Swing Trader sind, für uns ist ein Delay von 3 Tagen kein Problem. Und der Grund dafür ist Transparenz, weil die Behörde sagt oder die Amerika sagt, wenn wir große Marktteilnehmer haben bei den Rohstoffen, die lebensnotwendig sind, Weizen, Korn etc., dann muss die Allgemeinheit darüber informiert sein, was die großen Marktteilnehmer da auf dem Markt treiben. Und das ist unser Glück, denn wir kriegen legale Insider-Informationen umsonst. Und zwar jeden Freitag. Und wenn man da seine E-Mail einträgt, dann kriegt man das sogar auf die E-Mail zugeschickt. Also das begeistert mich immer wieder. So, es sieht so aus. Super unlesbar. Ja? Und viele Zahlen etc. Kann gleich abschrecken, aber wir haben mal dafür eine Lösung. Erstmal, welche Gruppen beinhaltet dieser Report? Es gibt grundsätzlich drei Gruppen, die im Futures-Markt aktiv sind. Es sind die Commercials, sogenannte Zuckerbauer, Coca-Cola-Hersteller etc., Verarbeiter und Erzeuger. Die wollen sich am Futures-Markt absichern, weil sie also ihre Preisschwankung absichern wollen. Sie brauchen einen stabilen Preis für einen stabilen Produktionsprozess. Preisschwankungsrisiken müssen sie jemand abgeben. Und da kommen die Spekulanten ins Spiel. Die wollen natürlich eine Rendite. Die haben quasi Interesse, eine Rendite zu machen und sind bereit, auf sich die Preisschwankungen zu nehmen. So, das sind große Spekulanten und Banken. Das ist die zweite Gruppe. Und es gibt noch kleine Händler, so wie jeder von uns hier, weil ich denke, oder handelt jemand hier über 200 S&P Futures-Kontrakte in einer Position? Noch nicht? Wir sind auf einem guten Weg dahin. Wenn ihr alles heute verinnerlicht habt, was ich aufgezeigt habe, dann ist das in 10 Jahren der Fall. So, aber tatsächlich der Unterschied zwischen den Spekulanten liegt darin, wer davon wie viel handelt. Und es gibt ja Schwellengrenze bei jedem Future, definiert ganz klar von der Aufsichtsbehörde. Und wenn man diese Schwellengrenze überschreitet, dann kriegt man von dem Broker zugeschickt die Daten, die man am Dienstag ausfüllen muss, wo man eintragen muss, in welchen Märkten man welche Position hält. Und dann ist man schon der Non-Commercial Großspekulant. Das heißt, die Behörde schickt einen Bericht raus, wo sie quasi diese drei Gruppen aufteilt. Und wir wissen ganz genau, welche Gruppe in welche Gruppe wie viele Kontrakte liegen. Das ist unser sozusagen wie beim Poker. Wir quasi können in die Karten des Gegners schauen. So, jetzt ist die Frage: Wir haben drei Gruppen. Wem sollen wir folgen?
Und ich habe ganz gut als Vergleich hier einen Urlaub in Tirol aufgezeigt. So, wir alle waren wahrscheinlich in den Alpen, also super schön dort. Und vor allem, wenn man im Sommer dort ist, möchte man wandern. Wenn man wandern möchte, dann fragt man, wo könnte man hingehen? Ja, und wir haben grundsätzlich dort drei Gruppen, also Wellness-Touristen, die dann irgendwie hier Rabatt bekommen haben und wollen da halt nur Wellness haben und was trinken. Dann haben wir Rucksacktouristen und Einheimische. Und wir wissen, dass die Einheimischen am besten informiert sind. Und das sind in diesem Report die Commercials, weil die Commercials sind die Bauer, die am Feld sind. Die sind auf dem Feld, die sehen die Pflanzen, die wissen quasi am besten Bescheid über die Ernte. Das heißt, wir folgen den Commercials, also die Verarbeiter etc., die keine spekulative Interesse haben, keine Renditeinteresse haben, sondern die haben Hedgungsinteresse. Das heißt, sie handeln aus dem fundamentalen Grund heraus, wenn sie eine Preisänderung bevorsehen aufgrund von schlechtem Wetter, versuchen sie diese Preisänderung abzusichern, werden aktiv an Futures-Märkten und dank diesem Report können wir sehen, wenn sie aktiv werden. Also für uns super. Wir tragen die Daten ein in eine Grafik, stellen die grafisch dar und können quasi sehen, wie sie sich absichern. Sie absichern uns extrem lang von steigenden Preisen oder von fallenden Preisen. Können wir alles rauslesen. So, und das haben wir gemacht bei uns auf der Webseite, steht kostenlos zur Verfügung auf insiderweg.de für alle liquiden Märkte, COT-Daten eingetragen in einem Chat, sogar mit einem Indikator, der sogenannte COT-Index-Indikator, der die Übertreibung, also extreme Positionierung der Commercials aufzeigt. So, dank diesem Indikator, ich verwende das als Signalgeber, kann man die Umkehrpunkte erkennen. Das ist ein Wochenchart. So, wir haben hier einen aufsteigenden Trend mit Korrektur. Wenn wir Signale in Trendrichtung nehmen, schaut mal, was hier passiert. COT-Index geht in den extremen Bereich. Korrektur ist zu Ende auf dem Wochenchart. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Von 4, 5 Wochen haben wir eine Woche, rote Woche. Die anderen Wochen sind grüne Wochen. Hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wochen nacheinander grüne Wochen. Das heißt, 5 Wochen kennen wir den Trend. Und wenn wir 5 Wochen lang Trend kennen, können wir 5 Wochen lang davon profitieren auf dem Tagesschart. Und das ist das Tolle bei COT-Daten, die zeigen uns auf dem Wochenchart die Umkehrpunkte. Und am besten handelt man in Trendrichtung. Ich werde euch Trade aufzeigen, wo ich Geld verloren habe. Meistens waren das die Trade gegen Trendrichtung. So, Saisonalitäten, wir wissen alle, Rohstoffe, saisonell, wird angebaut, etc. So, hat alles Saison auf unserer Webseite, auch ich mit meinem Team. Programmiert, steht kostenlos zur Verfügung. Wenn man das kombiniert, sieht man zum Beispiel Korn, saisonelle Verlauf auf so 12 Monate Durchschnittspreise und wir sehen Korn, folgt der Saisonalität ganz genau und dementsprechend, oh, da, folgt der Saisonalität ganz genau und dementsprechend super Tool, um mit COT-Daten zu kombinieren. Gehen wir weiter, geben ein bisschen Gas. Das heißt, wir haben mit COT-Daten, mit Saisonalität, zwei Instrumente, wo wir aus 40 Märkten die raussuchen können, wo bald in den nächsten 5, 6 Wochen ein Trend entstehen wird. 5, 6 Wochen kennen wir die Richtung. Und dann mit technischer Analyse müssen wir den Trade planen. Also das heißt, wir müssen definieren den Einstieg, aber als erstes müssen wir abwarten, bis der Trend dreht Richtung Wochentrend. Ja, erstmal abwarten. So, wir warten das ab mit unserem Einstiegspartner, 2 Bar über 18 Moving Average. Das ist quasi unser Umkehrpunkt. Steigen hier ein, das Risiko meistens 3 Bars auf Tagesziel, das ist quasi die Volatilität, wo ein Stopp quasi aushalten kann. Wir sehen, Kurs wird korrigiert, geht quasi bis zu dem Zeitpunkt, Rohstoffe, ja, oder Mix oder Währungen bewegen sich meistens in Ranges und erreicht das Kursziel. Das ist nur ein Beispiel. Aber mit technischer Analyse setzen wir das um. Fundamentale Erkenntnisse, wo der Trend entstehen wird, setzen wir auf dem Tagesschart mit technischer Analyse um. Das heißt, wenn irgendjemand schon eine Strategie hat, muss er einfach nur lernen, wie man mit COT-Daten die Märkte raussucht, wo in 6 Wochen ein Trend sein wird und mit seiner technischen Analyse oder mit seinem System das umsetzt. Risiko. Das alles wird abgerundet mit Risk und Money Management. Mit robustem Risk und Money Management schützt man Kapital und vermehrt. Nicht zu wenig Risiko, aber auch nicht zu viel. Genau so viel, dass es quasi es eine Rendite gibt, kleinen Drawdown und das Risiko auf Totalverlust minimiert ist. Wenn man 2% Risiko nimmt, dann braucht man 30 Trades, bis man sein Konto halbiert. Ich meine, wer nach 30 Trades immer noch nicht verstanden hat, dass er irgendwas falsch macht, der hat es nicht anders verdient. Aber wir haben genug Zeit, wenn wir mit 2% Risiko handeln, um zu verstehen, dass wir dagegen steuern müssen. Also, das alles wird abgerundet mit Risk und Money Management und der Altmeister sagt,
Der Reichtum des Spekulanten kommt nicht von einem geheimen Trading-Strategie, sondern von einem disziplinierten Kapitalmanagement. Und das bitte abfotografieren, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. So, COT-Strategie basiert auf fundamentaler Analyse. Die Daten, die nicht vom Preis abgeleitet werden, sondern die Daten, die die Preise treiben. COT-Daten, Saisonalität. Wetter auch, aber dann wird es zu kompliziert. Technische Analyse, mit der technischen Analyse planen wir den Trade. Risk- und Money-Management runden wir das Ganze ab. Wir wissen ganz genau, wie wir die Risiken managen, wie viel wir einsetzen, so dass quasi unser Konto kontinuierlich wächst. So, das habt ihr alles gesehen. Das sind die 40 liquiden Märkten. Wir sehen hier viele Märkte, Indizes etc. Ich handle nicht nur Rohstoffe. In 2016 habe ich Auswertungen gemacht. Rohstoffe waren bei mir null. Indizes und Currencies waren bei mir das, womit ich Geld verdient habe. Die dann funktionieren auch bei diesen Märkten. Plus ein bisschen Besonderheiten wie bei Indizes, ich handle sie nur long. So, aber wir sehen hier alle Märkte, Currencies, Grains, Energies, Metals, Softs, Meats, also Fleischmärkte. Und sogar gibt es ein Future auf Bitcoin und dementsprechend, wenn es Future gibt, in den USA gibt es COT-Daten. Das heißt, Bitcoin kann man auch handeln, ist jetzt nicht das, was ich handle, aber zumindest habe ich das vollständigkeitshalber hier. So, wir sehen ja der Verlauf der Equity-Kurve in allen diesen Krisenzeiten, was wir hatten, Corona-Crash, Ukraine-Krieg, Konto ist nur gestiegen statt gefallen. So, und wir kommen jetzt zu einem Trading-Beispiel. Wir fangen immer mit dem Wochenchart an und mit dem COT-Index auf Basis COT-Daten, um rauszufinden, wo wir in den Markt bald Ende der Korrektur sehen. Hier befinden wir uns in einem Aufwärtstrend, eine Korrektur auf dem Wochenchart, COT-Index geht hier im Kaufbereich, die Korrektur, Ende der Korrektur wird hier aufgezeigt seitens COT-Daten. Für uns super, wir nehmen diesen Markt auf die Watchlist am Sonntag, gehen dann unter der Woche rauf und schauen, dass der Kurs auf dem Wochenchart Richtung, auf dem Tageschart Richtung Wochentrend läuft. Wir waren im Aufwärtswochentrend mit einem Kaufsignal. Also warten wir, schauen technische Analyse. Hier war der Tagestrend nach unten. Hier hat er gedreht. Also hier hat er schon diese Hochs hier überschritten quasi. Konnte man handeln. Also hier 6 Kontrakte Long, S&P 500 Trade. Also Indizes kann man nach COT-Daten auch handeln. Ich handle aber nur Long. Ich handle nicht Short Indizes, weil das ist ein weniger großer statistischer Vorteil. So, wir sehen 6 Kontrakte, weit von 200, aber ich bin auf dem Weg dahin. 8 Handelstage in der Position, 15.000 insgesamt verdient, pro Kontrakt 2.857. Immer das gleiche Vorgehen. Wochenchartanalyse mit Hilfe von COT-Daten, Saisonalität, Tageschartanalyse. Wie war hier mein Ausstieg nach Saisonalität? So, ich werte aus die besten Handelstage des Monats, in dem Monat, wo ich gehandelt habe. Die ersten 5 Tage meistens sind sehr gut. So, danach kommen schwache Tage und dann sage ich, okay, bin in der Position jetzt schon seit 8 Tagen. Also hier beginnt schlechte Phase, nutze ich das zum Ausstieg. So. Nächstes Beispiel, genau das gleiche, Wochenchart, schauen wir uns Trend nach unten, Weizen. So, wir haben hier feinen Trend, COT-Daten gehen in Verkaufsbereich, die Korrektur ist hier zu Ende. Auf dem Tageschart, Trendwechsel abwarten, Short-Position eröffnen, Trade machen, immer das gleiche. Seit 9,5 Jahren und seit 9,5 Jahren wächst das Konto und deswegen immer Fokus auf den Erfolg. Fokussiert euch auf das, was bei euch am besten passt. Ja, und versucht das zu maximieren und das zu wiederholen, unendlich viele Male. Und ja, dem Trading-Erfolg oder dem Trading, wachsenden Trading-Konto zusehen. So alt, so einfach ist das. Ne? Danke, Max Schulz. Super. So, jetzt habe ich noch eine Bitte. So, ich betreibe so viele Stories in meinem Instagram. Ich denke, das motiviert viele, dann halt Futures Trading zu machen. So, und deswegen würde ich Sie bitten, wenn ich sage, Futures Trading nach COT-Daten sind super, wir sagen alle zusammen super. Alle zusammen super. Also, Futures Trading nach COT-Daten ist super!